Am 31. Mai 2015 feiert Clint Eastwood seinen 85. Geburtstag. Muss wohl sein Glückstag sein. Weil wir nämlich dieses Jahr deshalb beschlossen haben, die Verleihung der Gurke des Jahres in Cannes ganz in Zeichen von Clint Eastwood zu stellen und uns deshalb in diesem Outfit vor das Palladio-Festival in Cannes stellen werden am 23. Mai und bekannt geben werden, welchen Film ihr zur Gurke des Jahres, also zum schlechtesten Film des Jahres, gewählt habt. Es gibt zwei Sorten von Menschen, die die Filme drehen und die die gucken. Los, Kyuke. Es gibt also nur noch eines zu sagen. Go ahead, make my day. Das andere. Also. Don't bust it, Kyuke.